Was geht denn bei euch ab, ihr kleinen Skin-Gewinner? Willkommen zur Bekanntgabe der Gewinner für das CSGO Skin Giveaway. Ich habe euch einfach allen Zahlen gegeben und dann einen Zufallsgenerator laufen lassen und einmal einfach die Zahl, die er genommen hat, habe ich dann ausgewählt und den Gewinnern die Waffen zugeordnet. Der erste Gewinner hat auch die erste Waffe bekommen und so weiter und so fort, aber ich lese es jetzt falsch herum vor. Also ich fange jetzt beim schlechtesten Gewinn praktisch an, was halt dann noch ein Gewinn ist. Die erste Waffe war die Desert Eagle Bronze Deko. Wo ist sie? Also diese Desert Eagle Bronze Deko hat gewonnen. Ostsachsen LP. Wow. Ich sag gleich am Schluss nochmal, wie das abläuft, wie wir dann die Übergabe machen, um auszuschließen, dass irgendjemand hier reinpimmelt und meint, aber ich bin der, ich heiße jetzt auf Steam halt nur anders. Ich mach's gleich. Die nächste Waffe ist die Nova Ghost Camo und diese geht an Kid for Gaming. Wie klatschen die Reichen und Schönen? Ich weiß es nicht mehr. Die dritte Waffe, das sind die Dual Barrett Elite Moon Libra oder so. Wo sind sie hin? Die sind ganz vorne. Diese wunderschönen Waffen gehen an Mondheld. Schaut mal, wie gut die noch aussehen. Fast gar nicht runtergefallen. Hier oben vielleicht mal kurz geschrappt. Auf das 2 bin ich da hängen geblieben an der Wand. Aber sonst ist es super. Die nächste Waffe ist die Glock 18 Catacombs. Diese geht an Robin 1001. Robin, habe ich das richtig gesagt? Viel Spaß. Die folgende Waffe ist die Max 7 Metallic DDPAT. Titelpad heißt sie, liebevoll ausgesprochen. Sie geht an Betrayer CSGO. Ich weiß nicht, wie ich klatschen soll. Das ist einfach behindert. Ich musste doch so oft klatschen. Nicht? Als nächstes haben wir die Pharma Survivor Z. Die Waffe geht an Panda CSGO. Als nächstes haben wir die USP Torque Factory New. Also was will man mehr, oder? Diese Torque Factory New USP S geht an Sergeant Slugger Slugger Slutscher? Nein, hey. Sergeant Sluger. Nein, das war so letztes was, hä? Das ist doch was. Die kommende Waffe ist diese wunderschöne Galil AR Rocket Pop hier mit so ein bisschen, sieht so ein bisschen fast schon American Style aus, nicht wahr? Und die Waffe geht an, da oben eine Liste, die ich ablesen muss. Ein sehr lustiger Name. Mit diesem Namen habe ich gerade 4 Sekunden deines Lebens verschwendet. Viel Spaß mit der Galil Rocket Pop. Ich hoffe, du verschwendest einige Zeit damit. Kommen wir nun zur StatTrak Glock 18 Bunsenburner. Diese Waffe geht an Slake HD. Slake HD. Slake HD. Als nächstes kommt die Mac 7 Heat. Ein richtig heißes Teil. Ihr seht schon, wie heiß die ist. Warte mal, wie die geht. Ich kann den Namen nicht aussprechen. DDW. Irgendwas mit Klammern. Frosty. Und dann wieder irgendwas mit Klammern und Unterstrich. Viel Spaß damit, Frosty. Diese wunderschöne StatTrak UMP 45. Mit bereits 51 Kills, die wahrscheinlich nicht übernommen werden. Ja, ich glaube nicht. Geht an. Ich guck mal in den Umschlag. Ich hab's da oben stehen. Ozzy Let's Player. Viel Spaß damit. Jetzt haben wir ja noch eine lila, ne? Eine lila eine Waffe. Die Pharma Sergeant. Und diese Waffe geht an. Und jetzt pass auf. Neubi Estefano. Neubi Estefano. Viel Spaß damit. Und jetzt haben wir noch was ganz Besonderes, auch was Lilanes. Das ist die Galil AR Stone Cold in Blau mit Kram. Und diese Waffe geht an. Lustiger Name. Mr. YOLO LP. Swag. Viel Spaß damit, gell? Soweit so gut. Nun erfahrt ihr, wie der Hase weiterhin verlaufen wird. Diese 13 Gewinner schreibe ich an auf YouTube per PM, dass ihr mir dann bitte euren Namen schicken sollt, euren Steam-Namen. Und an diesen Steam-Namen geht die Waffe. Nicht, dass mich jemand anschreibt auf Steam und sagt, hey, ich bin Mr. YOLO LP und ich kann es nicht nachprüfen. Also ich schicke ausschließlich die Skins an den Steam-Account, der mir per YouTube-Nachricht geschickt wird, per YouTube PM. Die wollen, können auch, falls ihr das mit der PM nicht hinbekommt und falls es euch wurscht ist, wenn andere euren Steam-Account-Namen sehen, ihr könnt auch euren Steam-Account-Namen hier hinter dieses Video in die Kommentare schreiben, die Gewinner. Die anderen könnt ihr es euch auch machen, aber ihr bekommt natürlich nichts. Also 13 Gewinner, ich erwarte 13 Nachrichten bzw. 13 Steam-Eddies und wenn wir uns schon haben, schreibt mir trotzdem den Namen auf YouTube und so müsst ihr auch auf Steam heißen, ne, weil so, ich kann nur so verhindern, dass mich irgendein Fremder anschreibt und sagt, hey, ich bin der und der, ich habe nur meinen Namen geändert. Nee. Den Namen, den ihr mir per YouTube schickt, das ist der Account, an den die Waffe geht, okay? Gut, ich werde bald wieder ein Opening machen und dann darauf folgend ein Giveaway. Vielleicht kann ich dann auch noch ein paar mehr abgeben. Jetzt, wo ich weiß, dass ihr auch sehr gerne sogar blaue Sachen annehmt, die jetzt nicht so viel wert sind, also eigentlich gar nichts. Ihr freut euch ja trotzdem wie kleine Schnitzel drüber. Vielleicht gebe ich einfach alle meine blauen Sachen weg, die ich selbst nicht ausgerüstet habe. Gut, okay, also viel Spaß damit. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.